Und zum Beispiel. So, ich. Heizung zum Beispiel. Dr. Heizung. Na gut, na gut. Oh, Lara, bitte. Komm schon. Zelda hat wieder abgeschaltet. Das macht er ja immer ganz gern, der Kerl. Ja, oh, ist doch doof. Warum hat die denn nicht genug? Ich brauche einfach mehr Seil. Die Frage ist nur, wie schafft. Ich bin für diese alten Spiele. Jetzt weiß ich, warum ich Tomb Raider nie so wirklich gespielt habe. Die Steuerung ist einfach grausig. Normalerweise bin ich ja in Jump'n'Run, wenn die Steuerung knackig ist, sehr gut drin, aber. Irgendwie stelle ich mich gerade an wie ein Anfänger. Dinger selbst sind ja ganz die Lampen. Sie hat nur den Notstromgenerator gefunden. Sie kam durch den Haupteingang rein. Hier ist sie wohl nicht gewesen. Das da drüben sieht aus wie ein Generator. Den hätte sie sonst bestimmt angeworfen. So, da oben sind Generator. Das ist eine Karte der Anlage. Ziemlich altmodisch. Sieht bei Licht vermutlich ziemlich abgefahren aus. Treibstoff alle. Okay. Immer von da kam ich. Die Frage ist, wo muss ich lang? Wahrscheinlich hier hoch. Da dran. Hallo, geht das ein bisschen schneller? Nein! Och Mann. Es ist unglaublich. Irgendwie will die Lara nicht so, wie ich will. Nein, nicht zurück. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Steuerkreuz, das ist der rechte Analogstick. Nee, da kann ich nichts machen. Das ist so langsam. Ja, das ist immer unterschiedlich. Das ist halt ein bisschen das Nervige. Ah, Strom an. Ups. So, das Ding ist voll. Okay. Das war's. Aber ich muss doch noch da hoch. Gefühlt. Warte mal, ich will mal was probieren. Da hoch. Er hat nämlich dann nach oben geguckt. Die Einfachheit dieser Karte ist bemerkenswert. Und erkennst du was? Nee. Ich finde, das sieht alles ziemlich schräg aus. Das meinen sie doch mit Einfachheit, du Lappen.
Also ich muss mich so hart umgucken, dass ich eigentlich ganz froh bin, dass die Lara keinen Rock anhat. Sonst würde ich als perverser Drecksack gelten. Okay. Das bringt nichts. Von Lampe zu Lampe kann ich auch nicht. Einzige, was ich machen könnte, wäre... Nee, da hält sie sich nicht fest. Na gut, dann soll ich da noch nicht hoch. Keine Ahnung, warum die da nachguckt. Warte mal, kann ich da irgendwie... Nee, bringt nichts. Ja, ist doch scheiße. Ob das giftig ist? Ich schätze, das ist ein Kühlmittel. Keine Ahnung, was für eine tödliche Scheiße die Russen verwendet haben. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ja. Muss nicht unbedingt sein. Das ist heiß. Ist mir schon klar. Muss ich da langhangeln? Hier lang? Ja. Dann hier nach unten. Oh, und jetzt schnell. Jetzt bin ich raten, das Ding kommt mir nämlich hinterher. Alter Schwede. Ah, kack doch die. Ist das mies. Das Ding ist ja richtig schnell, der Strom. Vorsicht! Ja, bin noch dabei, meine Güte. Bin schon vorsichtig. So, und jetzt einfach hinterher. Dann sollte ich genug Zeit haben. Oh, super. Hey, das ist sie. Amanda? Nein, Lara, ich hab zu tun. Du hast dich ziemlich verändert. Dann warst du das in Bolivien, bei Rutland. Ich war schon überall und komme an Orte, von denen du nicht mal träumen kannst. Dieses Mal wirst du zurückbleiben. Tut mir leid. Es tut mir leid, Amanda. Hätte ich gewusst, dass du lebst, hätte ich doch alles in meiner Macht Stehende getan, um dich zu retten. Bitte, darüber bin ich schon längst hinweg. Ja, ja. Weißt du, was mich wirklich geärgert hat? Als ich rauskam und sah, dass ihr weg wart, ohne auch nur zu versuchen zu... Was machen Archäologen doch gleich? Ach, ja, graben. Wir wollten dir ein Denkmal setzen. Von mir aus. Verhindert, dass sie mir folgt. Ja. Finde ich so interessant, wie monochrom und emotionslos. Sieh dir die große Waffe an. Ist das abgefahren? Vielleicht kannst du damit was anfangen. Ich glaube nur nicht, dass ich... Hast du das gesehen? Ja. Wir haben völlig verrückte Interferenzen auf dem Video. Also ich würde sagen, das ist eine von Nikola Teslas Coilguns. Das ist doch absolut unmöglich. Du könntest recht haben. Sie funktioniert nicht richtig. Tja, die Dinger brauchen jede Menge Strom von dem Tesla-Turm da drüben. Wenn du den irgendwie einschalten könntest. Wow, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Wir können die Lücke bestimmt überbrücken. Essen. Ich muss da runter. Und dann muss ich hier erstmal irgendwas einsetzen.
Kann ich das bewegen? Ja, oder? Ja, das kann ich irgendwie bewegen. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Ich würde sagen, ich habe gut aufgeräumt. Super. Seid ihr noch bei mir? Du darfst den Entladungen bloß nicht zu nahe kommen. Ich dachte, er wäre nicht in Betrieb. Das ist nur eine Entladung. Wäre der Turm an, würdest du das merken. Und wenn ich die Energiequelle wäre, wo wäre ich dann? Ganz oben. Oha. Nein, alles rum, Lara. Danke. Yo. Ein Wissenschaftler. Dem war es ja auch nicht warm genug. Sie haben die Energie in das Artefakt geleitet und es gab eine gewaltige Entladung. Der KGB hat das Experiment abgebrochen, den Kern entfernt und das Labor abgeriegelt. Die Wissenschaftler, die sie nicht gewaltsam entfernt haben, haben sie einfach zurückgelassen. Das ändert natürlich... Kann der Turm von hier aktiviert werden? Nicht ohne den Kern. Der scheint nicht hier zu sein. Die haben ihn wohl mit den Schienen hier weggeschafft. Ups. Noch ein Wissenschaftler. Dem war es ja auch nicht warm genug. Sie haben die Energie in das Artefakt geleitet. Und es gab eine gewaltige Entladung. Der KGB hat das Experiment abgebrochen, den Kern entfernt und das Labor abgeriegelt. Die Wissenschaftler, die sie nicht gewaltsam entfernt haben, haben sie einfach zurückgelassen. Das ändert natürlich einiges. Alles klar. So, da darf ich nicht rein. Nicht ohne den Kern. Der scheint nicht hier zu sein. Die haben ihn wohl mit den Schienen hier weggeschafft. Ja, super. Wozu sind die Kabel und Anschlüsse da? Das sind entkoppelte Hochspannungsleitungen. Du hast Glück, dass sie aus sind, sonst wärst du schon verglüht. Lass mich raten. Die Dinger muss ich benutzen, um zurückzukommen. Habe ich so das Gefühl. Okay, da vorne ist der Kern. Jo. Hier noch irgendwas? Nee, ne? Okay. Ein bisschen freiräumen, vielleicht bringt das was. Nö. Okay. Mal ganz kurz überlegen. Auf den Schienen liegen Trümmer. Keine Ahnung, wie ich die wegkriege. Es spielt doch keine Rolle, ob der Kern Saft hat. Lass ihn auf! Doch keine Rolle, ob der keinen Saft hat, der Arschloch.
Okay, dann erstmal hier hoch. Kann ich da irgendwie hin? Nein, muss ich da irgendwie drauf, um da hinzukommen? Aha, verstehe. Hallo, Lara. Ach nö. Sag mal, wie kommst du auf diesen Kanal? Psst, Sip. Sie muss aus deinem Büro ein Headset mitgenommen haben. Du bist ja so clever, Lara. Weißt du, warum die Sowjets ihr Projekt Carbonek nannten? Das ist das Schloss, in dem Lancelot den Heiligen Gral suchte. Nicht die erste Verbindung zum Arthus-Mythos, die ich gefunden habe. Von wegen Mythos. Ein beschränktes Wort für eine beschränkte Perspektive. Du warst immer nur die Forscherin. Mit diesen Tesla-Geräten kannst du bestimmt gut umgehen, was? So gut wie jeder andere, vermute ich. Die Russen haben in dem Artefakt eine Kraft freigesetzt, die ihre einfältigen Hirne gegrillt hat. Drück also nicht den falschen Knopf. Du aber auch nicht. Ich kenne den richtigen Knopf, meine Liebe. Oh, du hast wohl inzwischen Russisch gelernt, Amanda? Sie hat aufgelegt. Was zum Teufel sollte das? Sie hat Probleme, das Spätfragment zu finden. Und sie will nicht riskieren, alles aufs Spiel zu setzen. Vielleicht hättest du ihr sagen sollen, was sie wissen wollte. Okay. Oha, ich bin gerade so total gespannt. Noch ein unterkühlter Wissenschaftler. Er schreibt, dass wenigstens ein Dutzend seiner Kollegen bei dem Experiment umkamen. Das Artefakt verwandelte die Tesla-Energie in etwas anderes, in eine unglaubliche Energiewelle. Kommt mir bekannt vor. Warum wurde das Projekt eingestellt? Sie haben sich geweigert, das Experiment zu wiederholen. Und als der KGB sie überzeugen wollte, lief die Sache aus dem Ruder. Interessant. Piraten. Bestimmt irgendwas Böses. Oh Mann! So macht man das! Muss das nicht irgendwann mal aufhören? Er ist noch nicht ganz aufgeladen. Ich weiß nicht, was da schief läuft. Wie soll ich ihn bewegen, wenn ich ihn nicht anfassen kann? Das Kabel an den Magnethaken ist isoliert. Okay. Das Kabel an deinem Magnethaken. Okay. Also, ich kann den also mit meinem Magnethaken. Okay, so funktioniert das also. Ja, das hätten wir. Volle Kraft, Baby. Na gut, und ich muss da jetzt wahrscheinlich hoch. Oh, scheiße! Na gut, das war wahrscheinlich... scheiße! Oh, es ist doch unglaublich. Als könnte die keine 5 Sekunden mal die Dingsbums anhalten. Muss die so mit dem Arsch wackeln? Danke, Kamera. Danke.
Gut. Wie komme ich da jetzt hin? Finde ich gut, wenn es klappt. Ja, ich komme dann nicht mehr weiter. Schön. Gott. Cool. Du musst nur das Ding da wegschaffen und schon sind wir im Geschäft. Boah. Wow. Es ist ein Schild. 10. oder 11. Jahrhundert. Wurde wohl zusammen mit dem Teil, das wir suchen, entdeckt. Sieht aus wie Lancelots Wappen, oder? Ja, wenn es den Kerl gegeben hätte. Oh, was ist das denn? Sieht aus wie eine Karte. Versuch darauf, was rauszufinden. Eine Idee, wozu die gut ist? Vielleicht hat unser Ritter nicht nach Hause gefunden. Oder er hatte womöglich nicht nur dieses Teil. Meinst du, wir haben noch mehr Fragmente des Schwertes versteckt? Mag sein. Aber ohne Referenzpunkt ist die Karte nutzlos. Ich sehe sie mir an. Dann bis später. Großartig. Erfroren. Wie die anderen. Neben dem Artefakt haben sie noch andere Relikte entdeckt. Dummerweise wollte dem armen Schwein niemand bei der Analyse helfen. Das gefällt mir nicht. Warum dieses Desinteresse? Tut mir leid. Habe ich irgendwas verpasst? Wie alt genau ist das Artefakt, das wir suchen? Älter als du denkst. Doch. Na, oh, ist doch doof. Das ist doch unglaublich. Das mit der Gravity-Kanone war ein bisschen dumm. Und die Steuerung ist total beschissen. So richtig funktioniert hat das nicht. Nein, ich habe keine Muni mehr. Och, Mann. Ich habe genug zu tun, hier zu klettern, ihr Lümmel. Nicht durch. Ganz toll. Und das ist alles so ein bisschen gruselig. Na, gruselig nicht unbedingt, aber es ist halt nicht irgendwie. Es ist halt nicht geil.
Weil mit der Gravity-Kanone ist das alles ein bisschen komisch. So, weg mit der Sau. Oh, die Gravity-Kanone war grausam. Gut, das funktioniert ja super. Hallo. Och nee, oder? Oh. Ich sag dazu nichts. Ich weiß nicht, irgendwie. Soll ich da lang ziehen, um irgendwas zu finden? Nö. Gut, schade, ich dachte, wäre ein schönes Ding für ein Secret oder so. Ich will nur mal kurz Baby machen. Der Chat ist eh relativ still, von daher passt das schon.